Herzlich willkommen zu einer neuen Show hier bei FS1. Fragbar heißt das Ganze. Hier werden wir herausfinden, wie viel wir gemeinsam haben und ob es überhaupt etwas gibt, was wir gemeinsam haben. Mein Name ist Erik. Ich habe mich hier versammelt mit dem Stefan, mit dem Xaver und mit dem Leon. Und Xaver, ja. Du darfst gleich die erste Frage stellen. Ich darf gleich starten. Und zwar, ich habe hier auf dem Zettel stehen, was wäre deiner Meinung nach ein No-Go beim ersten Date? Also jetzt mal auf den Ort bezogen, würde ich sagen Kino, ganz klar. Also Kino ist ein absolutes No-Go, oder? Was würdet ihr sagen? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Bin ich nicht ganz bei dir. Es gibt zum Beispiel diese ganz spezifischen Situationen, wo du jemanden triffst, sei es jetzt Männlein oder Weiblein, und diese Person und du kommen drauf, ihr habt ein unglaublich massives Interesse am gleichen Film. Und wenn nachher zum Beispiel, nehmen wir an, es ist gerade Borderlands ins Kino gekommen, ihr beide seid ein Riesenfan von der Spielereihe, gebt euch den Film, kommt drauf, ist unglaublich schlecht, müsst dann aber logischerweise danach noch eine Gelegenheit haben, darüber zu reden. Also nur stark, Kino, stark, nur, Kino, ja, nur Kino bin ich bei dir, ja. Also Kino und dann heim, aber... Aber man hat danach noch Gesprächsstoff. Exactly. Mhm. Ich bin da ganz bei dir, ich finde auch, keine Ahnung, Filme gibt es immer, die einem irgendwie gefallen, und ich finde auch, dass es nicht schlecht ist, wenn man sich diese Gemeinsamkeiten raussucht und die nutzt, aber eben auch dann danach noch, keine Ahnung, zu McDonald's geht. Sei es drum, aber man hat danach noch Gesprächsstoff und kann drüber reden und sagen, der Film, der hat mir da und da gut gefallen, da und da nicht so gut gefallen. Ja, voll. Oder gleich was Neues dann ausmachen. Und dann ist man nicht unbedingt aufs Handy angewiesen oder so im Nachhinein. Ja. Aber ich hack dir direkt ein, ich würde da nicht über die Location gehen. Sorry, Leo, ich hab dir da reingegangen. Alles gut, nein, ich wollt eh nichts sagen. Ich würde da weniger über die Location gehen, sondern eher um die Verhaltensweisen. Es ist so ein... Es kann über alles geredet werden, wenn es für beide Parteien in Ordnung ist. Ja. Aber manche Dinge, zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel bei einem ersten Date niemals gemeinsam auf eine Hochzeit gehen oder etwas ganz, ganz Großes, wo man, stimmt. Ich stelle dich meine gesamte Familie. Beerdigung wäre brutal. Du bist nicht mehr die gesamte Familie. Ja, richtig, da fehlt dann einer. Nein, es ist, wo Erwartungen gestellt werden, die dann erfüllt werden müssen von der anderen Partei, und das ist dann einfach nur unangenehm für alle. Kann sehr witzig sein, ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht. Ich würde Verhalten auf jeden Fall zustimmen, aber auch so gewisse Manieren, also keine Ahnung, niemand mag beim ersten Date jemanden haben, der einen Mundgeruch hat oder der irgendwie, weiß ich nicht, nach Schweiß riecht. Eben, so gewisse Dinge gehören irgendwie dazu, die würde ich selber bei einem Date jetzt nicht anwenden, und da würde ich extra drauf schauen, auch dass das nicht dazugehört zu meiner Persönlichkeit dann, weil der erste Eindruck ist alles. Oh ja, stimmt. Ja. Leonardo, was würdest du dazu sagen? Bin ich auch auf eurer Seite auf jeden Fall, und ja, also ich finde auch das Auftreten das erste Mal ist sehr wichtig. Ja. Genau, ich würde jetzt mal an dich fragen. Ja, okay, also auf meinem Zettel steht, wenn du jeden Beruf der Welt ausführen könntest, welchen würdest du wählen? Ganz klar für mich Radiomoderator. Also ich würde sagen Präsident von Amerika. Wirklich? Ja. Aber man kriegt immer, gibt es doch das Video von Biden. Ach so, das Eis. Ja, mit dem Eis. Ja, genau. Das wäre genau mein Marketing-Stand. Das Problem, was ich mit den Präsidenten bin, ist, du weißt, besonders in der heutigen Zeit, die Hälfte der amerikanischen Population hasst dich. Stimmt. Und egal, wo du hingehst auf diesem Planeten, erstens, das erkennt dich jeder. Ja. Und zweitens, nichts wie bei Schauspielern, weil bei Schauspielern, da mag dich wahrscheinlich jeder. Beim Präsidenten wird dich mindestens die Hälfte der Leute, die du triffst, nicht mögen. Punkt, ja. Deswegen, von der Verantwortung her wäre es wahrscheinlich cool, aber von der Verantwortung, die mit dem kommt, sehe ich es weniger. Ja, ich glaube, Präsident, so für einen Tag Präsident sein, ich glaube, das wär cool, wenn das begrenzt ist. Ja. Aber so insgesamt das Hobby als, also das wäre dann mehr so ein Hobby dann für mich wahrscheinlich. Und das wäre, glaube ich, genau das Problem, weil als Hobby als Präsident haben, das funktioniert nicht ganz so gut. Und ja, die Verantwortung, also vor allem, wenn es unsichere Zeiten wie jetzt sind, und jedes Wort, die im Zweifel auch umgedreht werden kann im eigenen Hals. Und aufgenommen wird. Und selbst nach eines Todes veröffentlicht werden kann. Mhm. Also es ist ein Job, der mit ordentlichen Verantwortungen kommt. Mhm. Und ich meine, wenn ich die Frage beantworten würde, würde ich wahrscheinlich sagen, sowas Ähnliches, wie was ich jetzt hier mache. Und da hat man natürlich auch Verantwortung, aber das Publikum ist deutlich kleiner. Und ich glaube,
damit kann ich besser leben. Warum möchtest du Radiomoderator werden? Ich muss mal überlegen, was könnte ich dazu sagen. Ja, es ist einfach für mich, also mir macht es unglaublich Spaß zu reden, die ganze Zeit hier auch. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so der einzige Beruf zurzeit, der mich interessiert. Ja, eigentlich seit 2 Jahren erst. Stefan, was sagst du dazu? Ja. Als jemand, der aktuell gerade Radiomoderator ist, genau, ja. Ich kenne Wehrpflicht, es ist ein wundervoller Beruf, ja. Und er macht sehr viel Spaß und man kommt in Situationen, die man so in keiner anderen Profession jemals erleben würde. Und ich übe den Beruf auch unglaublich gerne aus. Wenn ich allerdings meinen aussuchen dürfte, um auf die Frage zurückzukommen, wäre das Voice Actor oder halt Synchronsprecher. Das ist wäre auch geil, ja. Genau, einer dieser 0815-Antworten, ja, die jeder Radiomoderator und jeder, der gerne redet, dann mal geben wird. Sei es für, ich meine, man fängt meistens wahrscheinlich mit so Werbesprechen an, aber das ist dieses, die meisten Leute, die im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, weil in Deutschland und Österreich haben wir eine Synchronkultur, die so ist. Und wenn die Leute dann zum Beispiel Sylvester Stallone sehen oder Arnold Schwarzenegger, assoziieren die überhaupt nicht mit ihren eigentlichen Stimmen, sondern nur mit der, die sie seit 25 Jahren in der deutschen Fassung gehört haben. Und das wäre halt, sei es eben in Spielfilmen, Anime, Serien, irgendwas, das wäre so ziemlich so mein Traumberuf schlechthin. Ja, cool. Da muss ich echt nochmal, also das ist tatsächlich für mich auch crazy, weil ich habe ein Videospiel, was mir sehr am Herzen liegt, und da gibt es natürlich auch Synchronstimmen, und eine der Synchronstimmen ist halt eine, die ja, ich weiß jetzt nicht genau welche, aber relativ bekannte Schauspieler auch synchronisiert, aber dadurch, dass das mein erster Kontakt mit der Stimme war, sehe ich nur diese eine Videospielperson in all den Stimmen und kann deswegen manche Sachen gar nicht so ernst nehmen, wie die Charaktere, die sie spielen. Du musst jetzt schon droppen, welches Spiel du meinst. The Book of Unwritten Tales ist das. The Book of Unwritten Tales, sehr gute Wahl. Das ist so gut. Genau. Bitte. Ja, meine Frage, eine der etwas komplexeren Fragen. Jetzt geht's los. Wie kommt es, dass ein zunehmender Teil der Gesellschaft unzufrieden ist mit ihrer Umwelt, aber es sich theoretisch in den letzten Jahren deutlich verbessert hat? Also, ich weiß nicht so genau. Ich habe mal ein bisschen auch Schwierigkeiten mit der Frage, die ja nicht von uns selber kommen, auch zuzustimmen, weil das ein bisschen so ein Interpretationsrahmen ist, was sich deutlich verbessert hat. Weil in der Welt gesamt gesehen sehe ich jetzt nicht so die großen Verbesserungen. Und auch in der österreichischen Politik sehe ich jetzt nicht so die großen Verbesserungen. Zusätzlich muss ich sagen, mir persönlich, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja. Deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig, die Frage gut zu beantworten. Ich weiß nicht, ob jemand anderes von euch da einen Input hat. Dann würde ich vielleicht Kontext hinzufügen. Mhm. Es kommt natürlich an, auf welchen Maßstab du diesen Wandel siehst. Weil wenn du sagst, in der österreichischen Politik ist es jetzt nicht so viel besser geworden. Naja, besser als 1940 ist es wahrscheinlich schon, theoretisch anzunehmen, gedacht. Ja. Trotzdem war bei Volksumfragen die Volkszufriedenheit von 1940 deutlich höher wie die wir aktuell zwischen 2011 und 2018 haben. Und das macht halt auf eine Sicht im Nachhinein keinen Sinn, weil warum wäre es so? Unsere medizinischen Fortschritte sind unglaublich. Ja. Das Internet hat sich in den letzten 30 Jahren unser Leben unglaublich verbessert. Gut, der Weltwirtschaftsmarkt ist, was er halt ist. Aber theoretisch, auf einer globalen Sicht betrachtet, wir haben weitaus weniger Tote an Krankheiten und diversen Naturkatastrophen. Wir haben ein weitaus besseres Management mit Armen, auch wenn es nicht perfekt ist, überhaupt nicht. Und trotzdem sieht man deutlich häufiger, das ist besonders in Salzburg und in Österreich und Deutschland, immer mehr Leute bei Volksbefragungen antworten, ich bin nicht zufrieden mit der Situation, obwohl sie es vor 5 Jahren... Ich glaube, das hat was mit dem Thema Internet zu tun, weil die Leute wissen auch, was in den anderen Ländern und Kulturen, sage ich jetzt mal, abgeht. Oder sehen nur das Gute jetzt in Social Media. Den Punkt finde ich ganz spannend. Also soziale Medien als einen kleinen Tumor in dieser Gesellschaft zu sehen, finde ich eigentlich so ziemlich passend. Ich das jetzt sagen. Also mit dem Kontext, den du mir gegeben hast, muss ich sagen, ist es auch, und vor allem mit deiner Antwort darauf, finde ich das sehr stark, und als Kommunikationswissenschaftsstudent sehe ich nun auch, wo diese Frage hinführt. Ich finde auch, dass soziale Medien wesentlich dazu beitragen, dass die Gesellschaft unzufrieden ist, weil
vor allem die Algorithmen einem immer schönere und bessere Sachen, sei es jetzt das Aussehen oder sei es jetzt ganz andere Dinge. Urlaub. Genau, man sieht richtig schöne Urlaubsorte und dann kommen wir wieder zur Wirtschaft. Man kann sich's gar nicht leisten, dahin zu fahren. Dann wäre ich auch unzufrieden. So. Ja. Genau. Ja. Alles gesagt, würde ich sagen. Alles gesagt. Dann kommen wir zu einer eher spekulativeren Frage wieder zurück. Meine erste. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Und ganz schwierig. hoffentlich, also was mich angeht, hoffentlich noch immer in einer Profession, die mich mit meiner Stimme arbeiten lässt, sei es jetzt in der Radiomoderation oder in einer anderen Medienbranche. Vielleicht fängt man ja auch noch mal was anderes zum Studieren an, als das, was man studiert hat. Ja. Aber ich hoffe, dass sich nicht allzu viel ändert, weil ich derzeit mit meinem Leben unglaublich zufrieden bin und versuche, diese Status quo zu halten. Ja, cool. Ja. Würde ich auch sagen, so. Also, 5 Jahren. Nicht tot. gesund und das ist immer was man anstreben sollte. Das ist das Wichtigste. Das ist das Ziel, und, ja. Ja, es ist ja so eine typische Bewerbungsfrage. Oh ja. Die immer gesagt wird, das kommt. Ja. Bisher in meinen Bewerbungen, die ich hatte, habe ich sie noch nie gestellt bekommen. Aber deswegen lässt man sie sich des Öfteren schon durch den Kopf gehen. Das ist richtig. Und ja, ich weiß gar nicht, was die Leute da immer dann hören wollen. Weil nicht tot ist, glaube ich, nicht die Antwort, die sich solche Recruiter von dieser Frage machen. Nicht in dieser Firma. Also auf einer psychologischen Ebene ist die Frage in einem Vorstellungsgespräch dazu ausgelegt, um zu eruieren, ob du ein erfolgs- und profitorientierter Mensch bist. Das heißt, der will hören, in einer führenden Position, mit einem besseren Haus, in einer besseren Wohngegend, weil das zeugt von Ambitionen. Und das zeigt eben, dass du halt ein motivierter Arbeiter bist wahrscheinlich. Und das natürlich auch gut fürs Unternehmen ist. Oh, auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht das unbedingt, was einem zum persönlichen Glück führt. Das ist richtig. Aber was würdest du sagen? Ja, schwierige Frage auf jeden Fall. Mhm. Kann ich also auf jeden Fall nicht tot. Ganz wichtig, nicht tot. Dass man lebendig ist, natürlich wichtig. Und in 5 Jahren... ganz schwierig zu sagen. Beruflich? Wirklich ganz schwierig. Beruflich. Ausbildung wäre dann fertig. Und ich glaube beim Radio. Beim Radio. Was mir auf die Frage noch einfällt, und zwar haben wir das im Unterricht einmal gemacht, im Gymnasium noch. Wir haben uns an unser eigenes Ich Briefe, also an unser eigenes Ich in der Zukunft Briefe geschrieben. Haben wir auch gemacht. Und Das hat mich an die Frage, also die Frage hat mich daran jetzt ein bisschen erinnert, weil es ist ja quasi so dieses, wo sehe ich mich in 5 Jahren, und dann kommt das an einen selber in 5 Jahren zurück. Und ich muss sagen, das war ein spannendes Erlebnis, weil ich teilweise hat mir Kontext gefehlt für meine Antworten, die ich damals gegeben habe. Andererseits lag ich richtig. Und das ist auch was Cooles zur Selbsteinschätzung. Was dachtest du denn, dass du wirst, als du noch im Gymnasium warst? Naja, Was dachte ich, was ich werde? Naja, ich habe mir, also eigentlich war es mehr so, dass ich mir, keine Ahnung, viel Glück für die Matura gewünscht habe und ob ich es denn geschafft habe und was denn eigentlich das Thema von der VWA jetzt war, weil da war ich mir damals noch nicht so sicher. Also so quasi so Fragen an mich selbst auch. Ja, wir haben das auch mal gemacht für 2 Jahre. Ich wollte immer Gitarre lernen, weil ich war großer Fan von Angus Young, AC/DC. Ja, und dann 2 Jahre später sah ich mir den Zettel an. Oh, ja. Schade. Na, mittlerweile. Wir noch machen. Ja, stimmt. Noch nicht zu spät. So, ich würde jetzt mal weitermachen mit der nächsten. Ja. Sind Videospiele eurer Meinung nach Zeitverschwendung? Da habe ich auch lange überlegen müssen, aber eigentlich ganz klar ja. Weil man bekommt ja nichts raus. Man hat ja keinen Profit aus dem Ganzen. Außer man spielt online. Geht ja online. Ja, aber eigentlich schon. Ist deine Definition von Zeitverschwendung, dass zwangsweise ein Profit für dich herausspringen muss, dass es keine Zeitverschwendung ist? Ja, schon. Vor allem was für ein Profit? Finanzieller Profit? Oder? Na, das war impliziert. Eher der Profit von Erlebnissen. Okay. Also, weil ich was ich auf der Welt alles sehe und
Ich würde dir als jemand, der viel Videospiele spielt und das, ich meine, das ist ja so ein bisschen Selbsterkenntnis. Und ich finde auch, es sollte wie alles halt ein Hobby sein, was in Maßen genossen wird, so wie viele andere Dinge, die einem auch viel Unterhaltung im Leben bringen können. Zeitverschwendung würde ich jetzt aber so nicht sehen, weil durch Videospiele habe ich neue Freunde kennengelernt, habe ich neue Interessen gefunden und generell mich als Mensch zu dem entwickelt, der ich bin. Mhm. Und allein deswegen schon würde ich sagen, dass es vor allem für mich persönlich keine Zeitverschwendung war, in die virtuelle Welt zu flüchten. Hey, cool. Ich bin da auch eher beim Erik. Ich würde das so weit gehen zu sagen, auch wenn ich damit einer späteren Antwort von mir in einer zukünftigen Frage widersprechen werde. Aber das wissen wir jetzt noch nicht. Dass Zeitverschwendung dann also nicht in der Form existiert. Das würde nämlich implizieren, dass es einen Sollzustand gibt in unserer Gesellschaft, den man erreichen muss. Und wenn man diesen nicht erreicht, hat man seine Zeit verschwendet. Da dieser Sollzustand aber nicht existiert und jeder für sich selber diesen Endzustand, den man erreichen will, festlegen kann, ist alles, was man tut und dabei Enjoyment, Genuss empfindet, automatisch keine Zeitverschwendung. Es geht um den Sinn des Lebens. Mhm. 42. Ja, kommt ganz drauf an, würde ich sagen. Also ich spiele auch ab und zu, aber ganz wenig am Tag, also höchstens so 1,5 Stunden. Und so zweigeteilt meine Meinung. Also natürlich, man macht es ja freiwillig, von daher ist es mehr oder weniger Zeitverschwendung. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es so nicht beantworten. Es ist... Alles gut. Ja. Ich glaube, die Frage kommt, also dieser Zweifel, den ich oft auch habe, kommt auch so ein bisschen mit dem Ding her, dass du für dich persönlich manchmal am Hadern bist, ob es nicht was Besseres gibt, was du tun kannst, was für dich sinnvoll ist. Vor allem in der Schulzeit immer diesen Gedanken gehabt, ich zock jetzt, weil es Spaß macht, aber eigentlich könnte ich auch was lernen für bessere Noten oder weil mich vielleicht was anderes auch interessieren könnte, neue Themen finden. Da greift er den Argument von vorher. Das ist ein Hobby wie jedes andere, das mit Maßen genossen werden sollte. Solange man es nicht über die Dinge stellt, die notwendig sind. Aber ich finde es witzig, dann sitzt man beim Zocken und könnte lernen und dann so, nein, kein Bock. Und dann, glaube ich, greift schon so ein bisschen diese Zeitverschwendung, weil du die Zeit für etwas verschwendest, Besseres womit du was anderes machen könntest. Ja. Gut. Ja, dann mache ich weiter, oder? Ja, genau. Ja, okay. Welches ist dein Lieblingsessen? Ja, ich mag mehr ganz gern eigentlich, aber... wenn ich eins hätte, dann wäre es auf jeden Fall Schweinebraten mit Geil. So deutsche Hausmannskost. Ja, ganz wichtig. Schon als kleines Kind immer gegessen. Schon püriert, oder? Als Bläser ins Fläschchen. Na, so klein war ich auch nicht mehr. Ja, für mich ist es, Lasagne hat einfach den... Warum wegen so viele Leute Lasagne? Ja, Lasagne ist auch ein simples und unglaublich schmackhaftes Gericht. Ja, ich liebe es auch. Also bei mir hat es vor allem einen sehr emotionalen Grund, weil es um meine Oma geht. Und meine Oma hat, für mich immer die beste Lasagne gemacht. Immer wenn es einen speziellen Grund gab, zu ihr zu kommen, sei es Weihnachten, sei es Ostern gewesen, ist extra dieses Gericht für einen aufgekocht worden. Und dann schmeckt es auch noch gut, weil es die Oma gemacht hat. Also... Omas können immer kochen. Ja, genau, das ist Lieblingsgericht, alles von Oma, aber besonders Lasagne. Bei mir wären es Dampfnudeln. Ja. Auch gute Wahl. Sehr gut. In meinem Fall wäre es Piccata Milanese. Weil es das erste Gericht ist, was ich in meinem Studentenlife wirklich selbstständig kochen konnte, was nicht einfach nur Nudeln war. Ja. Ich meine, Piccata Milanese hat auch Nudeln dabei, aber... Ist etwas komplexer. Es ist etwas komplexer, genau. War für mich immer ein erster Schritt in Richtung Unabhängigkeit, deswegen assoziiere ich das damit. Ja, cool. Cool. Mhm. Haben wir es, oder? Bin ich schon wieder dran mit meiner Frage. Zeit vergeht. Wie bist du in die Medienbranche gekommen und warum wolltest du diesen Weg gehen? Also für mich ist es ja so, dass ich noch nicht zu 100% sicher bin, wo ich jetzt landen werde. Ich fühle mich hier wohl. Ich würde mich auch als Journalist, der jetzt Texte verfasst und die werden dann in der Zeitung oder im Internet publik gemacht, auch wohlfühlen. Aber wie ich da hingekommen bin, ich weiß es gar nicht. Ich glaube... Passiert einfach. Ja, so ein bisschen schon. Aber vor allem eben auch
weiß ich nicht, ich würde auch das Zocken in dem Fall wieder ein bisschen dazu tun, weil da bin ich sehr viel im Kontakt mit Medien und mir gefallen Medien und Medien nicht nur zu konsumieren, sondern auch selber zu machen, erfüllt mich einfach mit einer gewissen Freude. Es war eine Aneinanderkettung sehr seltsamer Umstände. Ich habe eigentlich ursprünglich Jura studiert, also Jus studiert und habe dann, bevor ich Jus studiert angefangen habe, wollte ich eigentlich Journalismus machen. Das hat aus diversen Gründen nicht funktioniert. Und dann, während ich gerade so am Fertigwerden war mit dem Jurastudium, habe ich mir gedacht, ich schaue trotzdem mal in die Medienbranche rein, weil es ja das ursprüngliche Interesse war von mir. Und habe dann ein Praktikum bei dem Radiosender gemacht, bei dem ich immer noch angestellt bin. Und nach 3 Monaten wäre es vorbei gewesen und eine der Moderatorinnen, die damals dort gearbeitet hatte, hatte Gefallen an mir und meiner Stimme gefunden, hat mich dann gefragt, ob ich nicht ein Praktikum um 2 Monate verlängern will, um dann als Co-Moderator in ihre Sendung einzusteigen. Was ich sehr dankend angenommen habe. Und dann ist mir der Zufall zur Hilfe gekommen, weil eben besagte Moderatorin hat den Dienst quittiert, genau am Ende meiner Praktikumsverlängerung. Zufall. Richtig. Und den Weg freigemacht. Den Weg freigemacht quasi. Und ich habe dann wurde im fließenden Übergang übernommen, habe diesen leeren Platz gefüllt und bin seitdem dort angestellt, ohne wirklich gezielt darauf gearbeitet zu haben. Ja, also bei mir war es so, ich wollte... Ja, eigentlich war es drunk idea, betrunkene Idee, war ich betrunken. Ich hoffe, das darf ich sagen. Nur keine Werbung. Und da habe ich mir gedacht, ich und mein Kollege, also mein Freund, haben Joko und Klaas geschaut. Dann sind wir rausgegangen und haben ein bisschen geredet und unterm Ratschen habe ich gedacht, Joko und Klaas haben einen mega geilen Job, das will ich auch machen. Und dann habe ich mich 2 Jahre hingesetzt, geschaut, wo man produzieren kann und seitdem bin ich hier. Ja, bei mir, oder musst du noch was sagen? Nein. Okay. Nicht, dass ich jetzt hier dazwischen rede, aber bei mir war es so, ich habe das Interesse gefunden über... die sozialen Netzwerke tatsächlich und ein Moderator, der auch bei euch im Sender gearbeitet hat früher, der nicht mehr da ist, seit 2021, glaube ich. Ist er zufällig mit dem Stefan gegangen? Wenn er 2021 gegangen ist, habe ich ihn nicht mehr gekannt. Genau, ja, genau. Und der hat TikTok-Videos veröffentlicht. Ah, danke. Bei der Moderation. Danke. Den kennst du, ja. Über den bin ich da eigentlich so gekommen. Ich habe ein Referat dann in der Schule über euren Sender gehalten. Richtig, ich erinnere genau. mich daran. Erinnerst du dich? Okay. Ja. Und dann hat mich ein ehemaliger Moderator auch von euch, damals im Studio Oberösterreich, der Marc war das da. Genau, der Marc war das, ja. Angeschrieben, ob ich denn nicht mal ins Studio Oberösterreich hinfahren will. Und das habe ich natürlich angenommen, habe mich drauf gefreut. Und das ist heute übrigens vor genau 2 Jahren gewesen. Ah. Ja, ja, und so war das eigentlich, ja. Und was ist da dir hängen geblieben, dass du dir gedacht hast, jetzt möchte ich den Beruf in Erwägung ziehen? Schwierige Frage. Das Reden eigentlich, ja. Am meisten macht das Reden Spaß und ich finde auch, also ihr habt sehr gute Jingles, muss man sagen. Ich werde es weitergeben. Ja, gerne. Und ich finde, das macht Spaß. Ja. Das Gefühl zu haben, dort angekommen zu sein, wo man auch ewig bleiben konnte. Schön gesagt. Genau. Bitte. Das war meine Frage, du bist dran. Ach, wirklich? Ja. Ups. Würdest du dich eher als Träumer oder als Realist bezeichnen? Frage kommt von mir. Ich vertrete den philosophischen Grundsatz des Determinismus, deswegen ist das ganz klar mit Realist zu beantworten. Einfach. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles um uns herum determiniert ist. Mhm. Dementsprechend ist Realismus das Einzige, was Sinn macht. Ja. Ja, ich bin immer zwiegespalten bei der Frage. Einmal so, kommt immer auf den Tag drauf an. Aber ja, ich glaube auch eher Realist sonst. Wenn du sagst, es kommt auf den Tag drauf an, woran, also was muss am Tag passieren? Stefan. Boah, stark die Frage. Was muss am Tag? Ja, kommt drauf an, ob ich mit dem richtigen Fuß aufstehe. Der linke ist der Träumer, der rechte. Richtige, der Rechte. Wunderbar.
Ja. Ja. wer redet? Also bei mir eigentlich eher, was war die Frage gleich nochmal? Realist oder Träumer, gell? Richtig, ja. Sowas, ja. Eigentlich auch eher Realist, aber auch manchmal Träumer. Das ist auch verschieden an manchen Tagen. An manchen Tagen bin ich schlecht gelaunt. Dann wahrscheinlich eher, eher Träumer, ja, an manchen Tagen. Aber eigentlich eher Realist. An manchen Tagen, wie gesagt, Träumer. Es ist auch zweigespalten. Auch der Fuß. Ja, ja. Aber, auch der Fuß. Verbindest du dann eher schlechte Laune mit Realismus oder schlechte Laune mit dem Träumer? Auf jeden Fall mit dem Träumer. Wie kommt das? Was? Ja, ich weiß nicht. Also schlechte Laune, da sitze ich meistens irgendwo gelangweilt zu Hause und dann mache ich ja nichts quasi. Das ist ja dann, was ich mir vorstelle zu machen, ist ja dann nicht, passiert nicht. Starkes Argument. Also für mich, ich würde auch sagen, ich bin Realist. Ich, also auch, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht denkt, Optimist, Pessimist, ich bin da in der Mitte. Ich sehe die Sachen so, wie sie, ja, so wie ich sie sehe. Ja. Ja. Und Träume sind sowieso, also träumerisch ist für mich immer irgendwas, was gar nicht möglich ist. Also Träume sind für mich so Dinge, von denen ich träume, wenn ich schlafe, was wäre, wenn ich fliegen könnte oder mich teleportieren könnte oder solche Dinge, die eh unerreichbar sind, sind für mich Träume, weil wenn ich einen Willen zu irgendwas habe, dann schaue ich auch, dass ich den umsetze. Und also ich brauche auch die Träume, um das dann umzusetzen, ja? Ja, genau. Damit man auch dann das wieder als Realist... Das würde ich als Plan bezeichnen, nicht als Traum. Okay, stark, ja. Aber Träume, ja, schwierig. Also für mich ist der Traum eben irgendwas, was für mich offensichtlich unerreichbar ist. Keine Ahnung, ich könnte auch, also offensichtlich, gut, es gibt immer Zufälle, ich kann immer im Lotto gewinnen, aber jetzt davon zu träumen, keine Ahnung, wie ich in Beverly Hills meinen Champagner über dem Vineyard mir kippe, wäre jetzt eher ein Traum für mich. Oder in eben... Beverly Hills ist oder, weiß ich nicht. Also eben, fliegen, teleportieren, solche Dinge sind Träume, weil die sind nicht erreichbar für mich, zumindest nach aktuellem Wissensstand. Ich würde nie fliegen wollen. Teleportieren ist besser als fliegen. Ja. Absolut. Ja. Und ja, aber beim Fliegen kann man die Dinge von oben beobachten. Beim Teleportieren nicht. Aber du bist viel schneller. Stimmt. Aber es kommt mir in dem Fall nicht auf Effizienz drauf an. Aber das ist eine andere Frage. Ja, das ist richtig, eine andere Frage. Das ist richtig. We get there when we get there. Also ich würde mich auch eher als Realist sehen. Okay. Okay. Ja. Also. Ich glaube, da müsst ihr jetzt mal kurz herhalten. Wenn einen Tag lang keine Strafen verfolgt werden würden, was würdet ihr am liebsten mal versuchen? Ich weiß es nicht. Die diplomatisch schlauste Antwort. Gar nichts. ich wüsste tatsächlich nichts, was nach österreichischem StGB verboten wäre, wo ich mir immer schon mal gedacht hätte, boah, das will ich unbedingt machen. Dementsprechend glaube ich wirklich, ich würde meinen Tag nicht anders leben, außer wahrscheinlich würde es dann in Richtung so Purge-mäßig gehen, dass wenn man rausgeht, Angst haben muss, dass man erstochen wird. Also ich würde wahrscheinlich daheim bleiben. Ja, ich auch. Etwas ausprobieren. Obwohl, wenn man dann daheim bleibt, wird eingebrochen. Ja. Gut. Bei mir gibt es nichts zum Holen. Bei mir auch nicht. Dementsprechend, ich würde mein Leben nicht anders leben. Was spricht der Jussler aus dir, gell? Aber ich find die Interpretation mit dem Purge-ähnlichen Zustand tatsächlich sehr spannend, weil die ja über die Frage hinaus auch denkt. Ja. Und ich könnte mir aber tatsächlich das auch vorstellen, dass wenn die Leute wirklich alles machen können, was sie wollen, und das nicht nur für einen selber gilt, dann gehe ich davon aus, dass das auch passieren wird. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich bei niemandem auf der Hitlist stehe. Das wäre eine schlechte Hitlist. Das wäre richtig. Ja. Bei mir steht dann ist das Ziel, wo siehst du dich in 5 Jahren wieder komplett weg. Bei mir steht zumindest auch keiner auf der Hitlist. Und ja, keine Ahnung, die einzigen Dinge, die mir jetzt in den Kopf kommen würden, wären so diese heldenhaften, heroischen Dinge wie Bank ausrauben und dann die Armen spenden oder sowas. Ja, das Ding ist aber, die Bank ist ja nicht leichter auszurauben, nur weil es legal ist. Das stimmt auch. Du müsstest das noch irgendwie bewerkstelligen. Aber wer weiß, mit was die Polizei an dem Tag alles zu kämpfen hat. Fair enough. Stark, stark.
Ja, auch schwierige Frage, finde ich. Also mir wird direkt irgendwas mit in die Luft springen einfallen. Geil. Aber ja. Ich weiß nicht, hoffentlich werde ich dafür jetzt nicht irgendwie... Na, aber auf jeden Fall, ja, das wäre so meins. Irgendwie irgendein Haus, irgendwas leerstehendes. Ich will jetzt keinen umbringen oder so, aber irgendein leerstehendes Haus oder so mal ordentlich in die Luft sprengen, das wäre schon ganz schön. Du könntest dir zumindest den Sprengstoff legal beschaffen. Ja, genau. Stimmt. Ja. Vielleicht wärst du dann nicht im Radio, sondern eher als Stimulation. Ja, wahrscheinlich. Aber so einen gewissen Reiz hat es schon. Luftzugang, ja, bin ich bei euch. Würde man machen. Ja, gut. So, dann mache ich wieder weiter. Ja. Welche Moderation fandest du persönlich besonders peinlich und warum? Da ich noch nicht so viele Moderationen gemacht habe, da muss ich aber überlegen. Mir fällt keiner ein. Wirklich nicht, nein, weil eigentlich waren alle so besonders. Wir haben ja auch hier mehrere Versuche immer. Ja. Und eigentlich haben alle immer ganz gut hingehauen. Und irgendwas Peinliches, wie gesagt, dadurch, dass noch nicht so viel sind, ist jetzt hier, glaube ich, die fünfte, fällt mir da nichts ein. Ja. Okay, also bei mir die erste Moderation, war ich so aufgeregt. Ich konnte kaum reden und also, hallo Herr Pani, Norbert Pani war zu Gast. Ja, war auch schon mal Praktikant bei uns. Ja, stimmt. Ja. Genau. Also ich würde sagen, erste Moderation. Ja, bei mir ist es so, dass ich von den Moderationen jetzt, dadurch, dass man eben im Fernsehen oft, vor allem wenn es voraufgenommen ist, mehrere Versuche hat, nicht sagen würde, dass ich irgendeinen Take habe, wo ich unzufrieden bin, weil dann, das wäre mir dann peinlich, wenn peinliche Takes von mir bei mehreren Versuchen im Internet landen, das wäre irgendwie ein bisschen peinlich. Aber ich habe damals live auf Twitch ein Videospiel kommentiert und das war dann generell immer ein bisschen peinlich. Gibt es das wieder noch zu finden irgendwo? Hast du WOTS? Es gibt WOTS, ja, ist alles von mir auf die Beine gestellt worden, ohne mich jetzt angeben zu wollen. Noch habe ich keinen Namen genannt. Und eben, also ich muss sagen, diese VODs dann im Nachhinein nochmal anzuhören, auch um daraus zu lernen, aber das waren dann immer so ein paar unangenehme Momente, wo man sich dann manchmal fragt, weil bei den Live-Dingern, da passieren die Dinge so schnell hintereinander auf, dass du dich an die Dinge meistens gar nicht mehr erinnern kannst und erst wenn du sie dann nochmal gehört hast, denkst du dir manchmal, was habe ich denn da für einen Blödsinn erzählt? Mhm. Und manches ist einem dann auch tatsächlich unangenehm. Mir zumindest. Ich hatte das große Glück bis jetzt, dass ich alle Live-Moderationen, die ich abgesehen von On-Air gehalten habe, dass ich auf die relativ stolz bin. Ich habe nirgendwo so großen Blödsinn gemacht, dass mir das peinlich sein hätte müssen. Aber nach 2,5 Jahren Moderation und eher passieren sehr häufig sehr viele Dinge, die im Nachhinein sehr unangenehm sind. Zum Beispiel die falsche Aussprache von Straßen oder Tunnels. Gab es bei mir einige Dinge, die ich lernen musste. Und ich schließe mich da dem Server komplett an. Die erste Moderation ist die schlimmste. Ja. In meinem Fall war das, wo ich noch Praktikant war, weil eben jene Moderatorin ausgefallen war. Ich wusste nicht wirklich, wie man das Equipment bedient. Es war leider kein Ersatzmoderator verfügbar. Ja. Deswegen habe ich mich durch diese 6 Stunden durchgequält irgendwie. Ich habe mir das vor ein paar Monaten noch mal angehört. Ich hätte persönlich ausgeschaltet, wenn ich das war nicht hörbar. Sehr peinlich im Nachhinein. Weiß man, wie viel Einschaltquoten es gab? Ich weiß es und es ist nicht schön. Kannst du es also sagen? Da bin ich mir nicht sicher, deswegen tue ich es nicht. Okay. Ich finde aber eben auch, also erste Moderationen sind immer was, wo... Sind was eben Eigenes. Ja, die eigene Nervosität ist halt vor allem auch dabei und die macht so eine Situation, also überall, wo man anfangs Nervosität hat, ist es einem im Nachhinein irgendwie ein bisschen peinlich beim ersten Date. Gibt es solche Situationen durchaus auch. Habe ich jetzt Mundgeruch oder nicht? Und ich finde auch, aber dann, wenn ich mir das dann zum Beispiel eben, wie ich das getan habe, im Nachhinein anhöre und daraus lerne, denke ich mir halt auch gleichzeitig, wo du gesagt hast mit den Aussprachen, es gehört auch irgendwie dazu. Schon. Es ist einfach auch menschlich. Also, ist es von mir gefallen, ja. Wenn jetzt die Leute dienten oder dernten sagen, das ist jetzt, das muss man halt einmal lernen. Ja, gut. Dann bin ich, glaube ich, wieder dran, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Und zwar ist die nächste Frage von mir: Ist man als reiche Person moralisch dazu verpflichtet, Geld zu spenden? Nein. Warum nicht? Nein, war nur ein Gag. Ja. Ich bin wirklich der Ansicht, nein. Ehrlich? Ja. Okay. Ja gut, man hat sich ja... Meistens hat man sich selber verdient. Wenn wir über reiche Menschen sprechen, mhm, haben die reichen Menschen es sehr selten selber verdient. Wenn man zu so einem massiven Reichtum kommt, ja, okay, ist sehr... Also, wenn man jetzt durch Elon Musk oder diese Top-Menschen... Ja, ja. Das auf legalem Weg zu erreichen, ist next to impossible. Ja. Nichtsdestotrotz, man ist eigentlich... Um zu sagen, dass etwas moralisch korrekt oder inkorrekt wäre, müsste es eine objektive, korrekte Moral geben. Da das nicht der Fall ist, ist man auch niemandem etwas verpflichtet. Ja. Ich meine, es ist definitiv wahrscheinlich ethisch gesehen eventuell besser zu spenden, wenn man das Geld nicht wirklich braucht. Weil warum würde man es nicht tun? Aber verpflichtet zu sein, finde ich eine so harte Formulierung, dass ich da sagen muss, verpflichtet ist man, glaube ich, nicht. Ja, ich bin auch so ungefähr auf derselben Wellenlänge. Ich finde, das Wort verpflichtet ist auch so das, was mich an der Frage so noch am meisten stört, weil, oder besser gesagt, man kann ja auch sagen, was heißt Geld spenden, wenn ich mir jetzt überlege, was sind so die reichsten Menschen der Welt und was haben die uns alles gegeben? Naja, sie haben uns soziale Medien gegeben, sie haben uns Raketen gegeben, die wieder selbst landen können. Es gibt großartige Dinge, die diese Menschen geleistet haben. Kennst du, ich muss da ganz kurz einhaken, kennst du aus das Leben des Brian, oh, die nebeneinander sitzen, was haben die Römer je für uns getan? Knackprodukt. Ja. Den haben sie uns gegeben, ja, stimmt. Sanitäreinrichtungen, ja, ja. Zum Schluss merkst du, ja, sie haben eigentlich das ist, alles. Das ist also, Frieden gebracht. Also das hat mich da drin erinnert. Verzeih, ja, bitte. Nein, kennst du das Leben des Brian? Ja, natürlich. Ja. Leonardo? Nein. Nein. Mega-Film. Habe ich vor zwei Wochen erst wieder angeschaut. Ah, wunderbar. Ja. Hammer. Ja, also so ein bisschen denke ich mir halt, die Leute, die das Geld haben und wirklich was damit auch anfangen für die Menschheit, wobei das jetzt auch oft wieder Interpretationssache ist, wo wir vorher schon über soziale Medien gesprochen haben, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes. Sie fangen oft was mit ihrem Geld an, mhm, und viele Menschen finden das gut und Spenden können auch bei schlechten Organisationen landen. Stimmt. Ja. Hast du schon? Ja, okay. Also ich bin da auf Stefans Seite. Also ich finde, man ist nicht dazu verpflichtet, wenn man reich ist. Also wer das mag, gerne. Aber verpflichtet, na, finde ich auch nicht. Okay. Gut. Wolltest du noch was sagen? Nein. Das war aufgeholt. Schon auf deine Frage vorbereitet. Wir gehen wieder zurück zu der ersten Date-Thematik. Welche Manieren gehören für euch an den Tisch? Was haltet ihr für überflüssig? Ich halte generell die hochgestochenen Manieren, die oft bei sehr edlen Restaurants an den Tag gelegt werden müssen. Ich meine, ich würde von mir selber behaupten, ich bin ihrer mächtig. Ich benutze sie nur nicht gerne, weil es dient einfach nur, dass man sich selbst und alle in einem Umfeld sich sehr überlegen, mhm, fühlen. Einen wirklich praktischen Nutzen haben sie schon seit dem 15. Jahrhundert nicht mehr. Dementsprechend gut mit offenem Mund sprechen hat insofern einen sehr praktischen Nebeneffekt, dass man nicht sein Essen auf dem Tisch verteilt. Das heißt, sowas sollte man schon, ist schon sinnvoll, aber welches Weinglas man benutzt, welches Besteck man benutzt, geht schon in Richtung absurd. Also solange ich mein Werkzeug zum Essen habe, ist bei mir alles ja, egal. Ich? Okay. Ja, ja, du darfst. Alles klar. Also ich finde, was dazugehört, ist auf jeden Fall Körperpflege. Ist wichtig für mich. Auf jeden Fall. Und was überflüssig ist, ich brauche lange zum Überlegen. Ich glaube, so ganz noble Sachen auch, das muss nicht sein. Also auch vom Besteck bis über zum Essen auch. Manchmal ist ja das alles so nobel angerichtet, aber dann nur so wenig. Und ich will ja satt werden vom Essen. Ja. Genau, das ist das Hauptthema beim Essen, dass man ja satt wird. Also es ist ja für mich auch so, dass
solche Sachen sehr stark vom Setting abhängen. Also Manieren am Esstisch daheim und Manieren in einem Restaurant weichen, selbst die weichen bei mir schon stark voneinander ab. Ja. Einfach auch, weil die Leute um mich herum nicht meine Manieren am Esstisch daheim kennen und ich die denen vielleicht auch manchmal ersparen möchte. Und sonst stelle ich mir halt oft auch die Frage, warum es gewisse Manieren überhaupt noch gibt. Weil wenn wir eben sagen, gewisse Manieren sind eigentlich überflüssig, weil sie nichts dazu beitragen, außer sich besser zu fühlen, gibt es ja immer noch genug Restaurants, die oft auch erpicht darauf sind. Manchmal, also vor allem wenn man in Richtung Frankreich geht, sind dort die Manieren sehr festgeschrieben. Da gibt es teilweise auch Dresscodes und ja, das Besteck, was am Tisch ist, das ist dafür da, um das Essen zu essen. Am Manier, Essen gibt es einen Frosch. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Manier, aber das gibt es auch in Frankreich. Und bei den Bestecksachen würde ich sofort aussteigen, weil ich möchte mein Essen mit dem Besteck essen, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Und das ist oft der Löffel, weil der passt am meisten drauf. Und geil. Ja, sonst ja. Eben. Also ich frage mich halt, warum solche Manieren immer noch in unserer Gesellschaft sind, wenn sie eigentlich keinen höheren Nutzen haben und sie aber auch eben noch angewendet werden. Weil das primär nicht mehr um das Essen geht, sondern um das Gefühl, was man dabei inne hat. Du gehst in ein feines Restaurant, nicht einmal zwangsweise wegen dem Essen, sondern wegen der Ästhetik. Mhm. Und besonders in so kulinarisch hochwertigen Restaurants oder, wie du es ja gesagt hast, Frankreich. Ich nehme an, dass, wenn du wirklich gutes Essen haben wollen würdest, dann suchst du das Restaurant danach aus. Aber die Personen suchen sicher die Restaurants, also zweifelsohne edle Restaurants haben meistens dann noch sehr hochwertiges Essen. Mhm. Ob das gut ist, ist dann sehr Geschmackssache, wortwörtlich. Aber die Ästhetik ist das, was gesucht wird, nicht wirklich das Essen. Es geht um das Ritual, nehme ich an. Das ist tatsächlich, das hat bei mir schon zu unangenehmen Situationen geführt, weil das nicht meine Art ist, der Restaurantauswahl. Also ich suche nach Restaurants, die was Geiles anbieten, was mir schmeckt und nicht nach den, ja, eben Manieren. Und es gab schon Situationen, wo ich in einem Restaurant war und doof angeschaut worden bin von ein paar Seiten, weil ich mich an gewisse Dinge, die mir selbst teilweise sogar unbekannt waren, nicht gehalten habe. Das finde ich nämlich auch, es ist oft so ein gewisses Gesetz. Also man geht rein und dann akzeptiert man die AGBs, die man sich oft im Vorhinein nicht durchgelesen hat und dann wird man oft doof angeschaut. Es wird vorausgesetzt, dass du die Regeln kennst. So ist es. Richtig. Okay. Haben wir alle, oder? Ich nehme an, ja. Okay. Meine nächste Frage, ist alles um uns determiniert? Das ist jetzt lustig, weil ich glaube wirklich, also das hat jetzt hauptsächlich was mit dem Schicksal auch zu tun, oder? Was? Also Determinismus schließt Schicksal aus, wenn du das meinst. Ja. Ist alles... muss ich kurz überlegen, was sagt ihr? Ich finde, ich kriege bei der Frage total die Matrix-Vibes. Also, solche Fragen sind ja verfilmt auch schon worden. Zum Beispiel Matrix. Zum Beispiel in Matrix. Und ich tue mir schwer mit der Beantwortung der Frage, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht berechtigt bin, solche Fragen zu stellen. Einfach, weil es mir auch Kopfzerbrechen bringen würde, mir genau solche Fragen zu stellen, weil ich selber einfach sagen müsste, ich weiß es nicht. Ja. Und ich bin auch zufrieden damit, zu wissen, dass ich es nicht weiß. Ja. Es gibt ja einen mathematischen Hintergedanken beim Determinismus. Man kann das ja als Analogie anwenden mit einem Billardtisch. Habt sicher alle schon mal Billard gespielt, die Billardkugeln liegen in der Mitte, ich schlage die weiße Kugel an, sie stößt alle anderen Kugeln an und dann verteilt sich die Kugel auf dem Tisch. Wenn ich euch jetzt die Frage stellen würde, wenn ich genau weiß, wie stark ich diese Billardkugel schlage, wie weit diese Kugeln auseinander liegen und in welche Richtung sich alle diese Kugeln bewegen, muss ich doch berechnen können, wo am Ende jede dieser Kugeln liegt. Das ist ein logischer Gedankengang. Ja. Ist analog auf unser Universum anwendbar. Ich nehme an, wir alle sind uns einig, dass das Universum beim Urknall entstanden ist. Wenn wir jetzt die genaue Position und die genaue Geschwindigkeit von jedem Teilchen zum Zeit des Urknalls kennen würden, und genügend Rechenleistung hätten, um das weiter zu berechnen, müssten wir in der Theorie die Zukunft vorhersagen können, weil sich die Teilchen nur so bewegen können, wie es beim Urknall festgelegt wurde. Das bedeutet, es gibt keinen Zufall, es gibt kein Schicksal, es passiert alles so, wie es passieren muss. Ergo Determinismus. Ja,
ich stelle mir nur dann die Frage, also beziehungsweise für mich wirkt das alles immer sehr deprimierend, weil warum? Für mich sich der Schlussfolgernd rauskommt, dass meine Entscheidungen, die ich treffe, de facto ja keinen richtigen Einfluss haben. Richtig. Und das ist genau dieser Fakt, der mich so ein bisschen deprimiert an dieser Sichtweise, weil ich dann das Gefühl habe, oder weil ich mir dann denke, warum überhaupt Entscheidungen treffen? Weil es für dich keinen Unterschied macht. Du erkennst, du hast nicht die Capability, wir werden niemals die Rechenleistung haben, es zu berechnen. Auch wenn es der Fall ist, macht es für dich, für mich keinen Unterschied. Das heißt, für uns wirkt es so, als hätten wir freie Entscheidung, auch wenn es nicht so ist. Ja, man merkt schon, es gibt einen Grund, warum ich mich mit dieser Frage nicht so beschäftige. Mein Hirn, ich weiß nicht, ob man schon rattern hört oder ob hier irgendwo ein Dampf rauskommt. Grundsätzlich finde ich es aber wichtig, dass es Menschen gibt, die sich mit der Frage beschäftigen. Oh ja. Weil letztendlich geht ja dieser Determinismus von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus. Und wie die Wissenschaft halt so ist, überstürzt sie sich manchmal selbst. Und wer weiß, ob in 50 Jahren jemand einen Beweis dafür findet, dass der Determinismus nicht funktioniert. Sehr möglich, sehr, sehr gut möglich. Ich finde es nur beruhigender anzunehmen, dass man sich an die Theorie hält, die aktuell am mathematisch und physikalisch wahrscheinlichsten ist. Ich meine, der Determinismus schließt ja dementsprechend auch Religionen aus. Und ist halt meiner Meinung nach rationaler und, um auf die vorherige Frage wieder zurückzukommen, realistischer als alle Alternativen, die man hat. Ja, wenn das halt weiß ist, wäre schwarz halt komplettes Chaos. Und das Chaos nicht beruhigend ist, ich glaube, damit können wir alle übereinstimmen. Würde ich dir auch widersprechen. Entropie ist nur Chaos, es ist nur eine Form von Ordnung, die wir nicht verstehen. Und Chaos ist der natürliche Zustand aller Dinge. Weil um Ordnung zu erschaffen, brauchst du Energie. Würde ich dir zustimmen, aber alles, was ich nicht verstehe, macht mir Angst. Das ist sehr rational. So ist richtig, ja. Ja, also ich bin zweigespalten. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, also ob das alles vorbestimmt ist. Aber ich glaube in manchen Teilen ja, aber ich bin mir nicht sicher. Es ist so schwierig, diese Frage zu beantworten. Also wirklich, ja, alles ist gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, wenn wir sie beantworten könnten, würden wir wahrscheinlich einen Nobelpreis das bekommen. Ist auch wir probieren es. Das ist richtig. Bin ich schon dran? Ja. Okay, gut. Welche Serie schaust du am liebsten? Manche werden mich vielleicht dafür hassen, aber tatsächlich Alarm für Cobra 11. Geil. Nice. Daher kommt auch das Gebäude in die Luft zu sprengen. wahrscheinlich. Gebäude und Autos. Ja, genau. Generell die Faszination mit dem Feuer. Genau. Ich musste, bevor der Erik seine Antwort gibt, damit ich noch mich vorbereiten kann, ist die Frage gemeint, welche Serie schaue ich am häufigsten wieder oder was ist die beste Serie, die ich je gesehen habe? Ich glaube, was die beste Serie ist. Okay. Oder? Ja. Es gibt mal. Würde ich sagen. Ich glaube, es ist. Also, ich würde so machen, so wie du es halt siehst. Oder beantworte so mehrteilig. Das kann man natürlich auch machen. Also bei mir ist es ganz klar How I Met Your Mother. Ich weiß es gar nicht bei mir selbst, weil ich jemand bin, der Serien, vor allem lange Serien, nicht wirklich gern hat, weil lange Serien oft, vor allem neuere lange Serien, haben sehr gerne das Ziel an einer finanziellen Bereicherung. Und die verlieren deswegen für mich sehr, also ab und zu mal so den Plot. Und auch die Spannung. Und deswegen so würde ich das jetzt nicht auf eine bestimmte Serie spezifizieren, aber vor allem Miniserien, also so 6-Folgen-Serien, quasi so überlange Filme sind so das, was, wo ich so den Reiz finde. Und was wäre jetzt eine Serienempfehlung? Okay. Die ist noch nicht abgeschlossen und ich bin sehr gespannt, wie die weitergeführt wird. Das kommt im November. You Don't Know Me ist, glaube ich, eine Serie auf Netflix, die ich gesehen habe, die mich sehr bewegt hat. Mhm. Die Serie, die ich am häufigsten wiederschaue, einfach weil ich zum einen den Humor und zum anderen die zwischenmenschlichen Beziehungen unglaublich gerne mag, sind Scrubs und Dr. House. Zufall, dass die jetzt beide Ärzte-related sind. wenn ich sagen müsste, was die beste Serie wäre, die ich je gesehen hätte,
würde ich mir auch unglaublich schwer tun, was das angeht. Ja. Ich müsste wahrscheinlich nostalgisch persönlich antworten, ohne einen Rückhalt, warum das die beste Serie ist. Würde sagen Neon Genesis Evangelion, weil es meine Kindheit sehr geprägt hat. Und ich habe dann etwas, was ich hineinwerfen muss, weil ich sicher bin, dass ich damit alleine bin. Ich fand die Serie Breaking Bad, die ja oft als die beste Serie überhaupt gelobt wird, unglaublich schlecht. Ich habe es noch nie angeschaut. Ich dachte, ich kann jetzt eine Kontroverse starten. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt dir das durch meine Tätigkeit zu, dass ich diese Serie nie zu Ende geschaut habe. Ah, wunderbar, also, wunderbar, ja. So ein leises Zustimmen, weil ein genaues Urteil kann ich mir nicht machen davon, aber ich habe es ja nicht zu Ende geschaut und das hat auch schon eine Aussagekraft in sich. Das ist allerdings wahr. Du sagst Miniserien, Squid Game, zählt das auch zu einer Miniserie? Ich glaube nicht, dass er Fortsetzung geplant ist. Doch. Schon? Ja. Ist schon angekündigt. Und da bin ich schon wieder finanziell. Weiß ich nicht. Also, ich meine, viele erste Staffeln sind gut. Ich glaube, das ist so was ja. Serien sehr gut können. Ja. Aber sobald sie in die zweite und die dritte Staffel gehen und dann in die vierte oder fünfte Staffel gehen, wenn die nicht so diese Möglichkeit wie jetzt Arztserien oder auch so Krimiserien haben, dass du in jeder Episode einen eigenen Fall erzählen kannst, ich glaube, dann haben die für mich auch irgendwann den Charme verloren. Mhm. Also als Gegenargument dazu hätte ich jetzt zum Beispiel Game of Thrones, welche in den ersten 5 Staffeln unglaublich stark war und erst ab der 6. Staffel zum Abbauen begonnen hat. Das stimmt, das stimmt. Es gibt Ausnahmen, die Regel bestätigen. also Game of Thrones ist auch eine gute Serie. Ja. Und also da stimme ich dir zu, die tut am Ende, macht sie so ein bisschen, macht sie den Bogen. Ja. Habe ich letztens, um das nur als Anekdote einzuwerfen, habe ich an, ich glaube, das war auf Twitter, also auf X, war das, wo ich das gesehen habe, wo es nur die Bewertungen von IMDb oder sowas waren und man quasi dann sofort dran erkennen konnte, was das jetzt für eine Serie ist. Ja, ich kenne es. Das ist bei Breaking Bad auch sehr schön zu sehen, weil alles perfekt geratet ist, nur eine einzige Folge. Unglaublich schlecht. Ja, also ich finde persönlich Game of Thrones total overrated. Overrated ist schwierig. Ja. Es hätte großartig sein können und es war es nicht und das ist traurig. Ja, das stimmt. Passt. Dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Jawohl. Und zwar, ich darf den Überblick nicht verlieren, sonst stelle ich eine Frage doppelt. der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? So, jetzt bin ich gespannt. Das ist eine schwierige Frage, weil ich das Gefühl habe, ich muss gerade mein komplettes Leben einmal im Rückwärtsgang durchgehen. und der Vorteil, den ich habe, ist, dass ich aktuell, also ich glaube, der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, kommt für mich aus meiner Erinnerung jetzt nicht von der Person, sondern aus einem Spiel. Und ich glaube, dass ich den so gut in Erinnerung habe, liegt daran, dass ich das Spiel erst kürzlich wieder mal gespielt habe. Mhm. Und das wäre, dass die Entscheidungen, gut, das kommt jetzt, wir waren beim Determinismus gerade. Richtig. Aber wenn wir jetzt quasi das große Theorem außen vor lassen, sage ich, dass die Entscheidungen, die man selber trifft, nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere von bedeutender Auswirkung sein können. Das klingt nach was von Life is Strange. Du hast es erfasst. Mein Lieblingsspiel. Ich habe es letzte Woche erst wieder gespielt. Was eine großartige Entscheidung. Absolut geniale Spiel. Ratschlag will ich es nicht nennen, eher ein Zitat, was ein Freund von mir öfter gesagt hat. Er ist leider inzwischen verstorben. Oh. Und er hat immer gesagt, manchmal gibt es keine klugen, guten Wörter, die am Ende des Tages zusammenfassen, was war. Manchmal hört der Tag einfach auf. Und das ist richtig. Ja, ist tiefgründig auch. Wobei ich sagen muss, ich bin einer, der immer das letzte Wort gerne hat. Und deswegen, zu mir hätte er das wahrscheinlich nicht gesagt. Zitat. Puh, Ratschlag, muss ich überlegen. Man merkt erst, wie schlecht es einem geht, wie gut es einem geht, wenn es einem schlecht geht. Und es ist wirklich so, ich hatte eine Augen-OP. Sieht man vielleicht an der Pupille. Yes. Und da ging es mir schlecht. Und
ich genoss einfach alles. Auch wenn es nur, ja, auch wenn es nur ein Sonnenuntergang war in München. Ja, es war einfach schön, wenn man mal wieder draußen ist und man schätzt einfach alles so viel mehr wert, wenn es einem schlecht geht. Aber man muss eben erst wissen, dass es einem schlecht geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also als ich die Brille bekommen habe, hatte ich eben auch so ein ähnliches Erlebnis, dass ich mir gedacht habe, oha, ich kann im Bus plötzlich wieder lesen, was die nächste Station ist. Und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, ohne das lesen zu können, immer zu wissen, wo ich aussteigen muss. Mhm. Und eben, es funktioniert auch, wenn es einem schlecht geht. Aber wenn es einem besser geht, ist oft, eben, man weiß es erst im Nachhinein. Ja, erst wenn man die Brille aufsetzt. Ich kann mich an nichts erinnern. Also, Ratschlag, ich habe mir das alles, glaube ich, nicht gemerkt. Ich müsste sehr lange jetzt überlegen, wäre das ein Problem, wenn ich das einfach skippe, wenn ich das einfach überspringen würde? Natürlich. Okay, machen wir so, weil ich kann mich wirklich nicht erinnern, stimme auch gleich weg. Dann mache ich einfach mal weiter mit meiner vierten Frage. Welcher Gegenstand bedeutet euch besonders viel und was ist seine Geschichte dahinter? Das ist witzig, ich trage nämlich den Gegenstand immer bei mir. Das ist das hier. Das ist ein Token aus einer Arcade aus Italien. Und es gab eine Arcade, da sind wir immer hingegangen als Familie. Und da habe ich in meiner frühen Kindheit schon immer entdeckt, dass das, was ich am meisten auf diesem Planeten genieße, ist zu spielen. Sei es Kartenspiele, Computerspiele, Pen and Paper, Rollenspiele, irgendetwas. Casino? Gott sei Dank, nein. Ich war einmal im Casino. Nichts hat mich mehr geärgert auf dieser ganzen Welt. Ich war nie wieder dort. Und ich habe den immer dabei, um mich daran zu erinnern, was mich wirklich happy macht. Also bei mir, ich habe ein Hemd und ich habe mal Walter Röhrl getroffen. Vielleicht sagt euch der was. Walter Röhrl, Rallye-Fahrer. Leider seid nicht. Ihr raus, nicht oder? Bewandert. Leider nicht, nein. Habe ich getroffen und der hat mir dann auf dem Hemd unterschrieben und das ist eigentlich mein wichtigster Gegenstand. Dann mache ich weiter. Ich würde sagen, mein wichtigster Gegenstand ist mein erstes Kuscheltier tatsächlich. Ich habe es immer noch. Habe ich mir auch überlegt. Und ich habe zu Hause auch tatsächlich 4 Kisten voller Kuscheltiere. Natürlich sammle ich jetzt keine mehr, aber meine Eltern haben mich auch mal gefragt, ob wir die nicht mal verkaufen wollen. Ich habe gesagt, nein. Also ich will alle aufheben quasi, so lang wie möglich. Jawohl. Das ist wirklich eine sehr gute Antwort. Vor allem, weil ich überlegen musste, welches von den Kuscheltieren, die ich hatte, wäre genau das, was ich am meisten haben möchte. Ja, das ist schwierig. Stimmt. Ich hatte auch viele, ja. Bei mir ist es tatsächlich meine Festplatte von meinem ersten PC, die mir aufgehoben worden ist. Ich habe sie selber nicht archiviert, aber sie ist mir archiviert worden. Und ab und zu stecke ich die auch noch an. Und es ist teilweise komisch, teilweise großartig, was für Erinnerungen da alle dann auf einen wieder zurückkommen und seien es irgendwelche Einhörner, die in Paint gezeichnet worden sind oder irgendwelche Textdokumente, wo man sich fragt, was habe ich da eigentlich zusammengeschrieben? Aber für mich ist es diese Festplatte, die sehr viele Erinnerungen mir gibt von meiner Kindheit, die ich hatte. Okay. Ja. Jetzt kommen wir schon zur letzten Fragerunde. Bei mir steht drauf, wie kommt es, dass heutzutage keine klassischen Musikstücke mehr komponiert werden? Das ist schwierig zu beantworten, tatsächlich. Natürlich ist klassische Musik gut, aber die Zeit ist einfach abgelaufen. Es ist ja mit den 80ern genauso. Die sind gut und die sollen auch ruhig dann so bewahrt werden. Und man soll sie auch in diese Genre von den 80er Jahren verbünden. Das ist halt eine andere Generation, eine Musikgeneration. Aber nach der Logik müssten früher oder später eben diese Dinge, die nicht mit der Zeit gehen, aussterben. Und das stimmt nicht. Die großartigsten Werke, die wir jetzt immer noch im Musikunterricht lernen, jeder von uns, sind alle aus der Romantik, Barock, besonders Klassik von Haydn, Mozart und Beethoven. Und das wird nach wie vor noch als Spitze des musikalischen Genius ist angesehen, wo inzwischen keiner mehr drüber redet. Ich als Salzburger muss ja sagen, das wäre ziemlich dramatisch, wenn das nicht mehr funktionieren würde, weil dann wären die Salzburger Festspiele wären Geschichte. Und ich glaube,
die existieren immer noch weiter. Vor allem muss ich sagen, dass ich einer bin, der klassische Musik gerne hört und nicht nur, um runterzukommen. Die Waldi Sommer. Ja, die Moldau von Smetana. Und ich weiß es nicht, ich würde ja sogar behaupten, dass die Aussage nicht ganz stimmt. Die Instrumente, diese klassischen Instrumente, werden einfach nur neu interpretiert. Und ich glaube, das ist einfach sowas, was auch mit der Zeit geht. Also die Geige und solche Instrumente, die finden sich dann halt in irgendwelchen Remixes wieder, die ich persönlich jetzt nicht so gerne höre. Aber ich glaube, dass vor allem klassische Instrumente und auch deren Ursprung immer... Ich meine, ich glaube, es ist sogar ein Stück klassischer Musik auf dem Golden Record drauf und ich glaube, das sagt schon sehr viel darüber aus, wie wichtig klassische Musik für die Menschheit ist. Das ist richtig, aber das bedeutet, du nimmst an, dass einfach nur keine solchen Stücke mehr produziert werden, weil sie nicht mehr mit der Zeit gehen? Ja, tatsächlich schon. Also weil sie nicht mehr mit der Zeit gehen, ist schwierig, weil die Zeit ist keine Person. Ich würde sagen, weil sie nicht mehr genug Publikum findet. Ich glaube, dass die Leute, die diese Musik gerne hören, einfach nicht mehr so groß ist, wie die Leute, die Taylor Swift oder Coldplay hören. Das wäre so mein Take. Mhm. Ja, ganz schwierig für mich zu beantworten. Eigentlich kann ich mich dazu auch kaum äußern. Hörst du klassische Musik? Nein. Muss ich zugeben, nein. aber ich glaube auch eher so, dass es mit der Zeit, es geht nicht mehr so mit der Zeit. Also ich glaube, es ist einfach nicht mehr aktuell und vielleicht deswegen, aber es hören ja auch noch viele bestimmt. Ja. Ich glaube, deswegen sind auch klassische Musikstücke so besonders, weil es eben schon so lange verjährt ist. Ja. Glaube ich schon, weil die sind ja schon alle tot, es kommt ja nichts mehr nach. Es ist bei den meisten Künstlern so, dass sie nach dem Tod erst berühmt werden. Ja. Ja, es gibt ganze Stücke, die während jemand gestorben sind, immer noch als Ganzes gespielt werden. Also finde ich aber auch nicht schlecht zu sagen, dass die Stücke so ein Limited Edition Vibe haben. Und so deswegen einfach weitergespielt werden. Ja gut, aber die meisten von den Stücken, besonders Beethoven und Haydn, waren ja schon während ihrer Lebzeiten Superstars. Stimmt. Aber vor allem jetzt haben sie noch mal... Das Revival. Es kommt halt nichts nach. Ja, richtig. Ja, dann die nächste Frage und auch meine letzte. Ja, was ist für euch typisch Herbst? Was verbindet ihr mit dieser Jahreszeit? Also... typisch Herbst ist für mich eigentlich, da denke ich, wenn ich an Herbst denke, immer an die gelben Blätter und an die, also wenn sich die Blätter der Bäume einfach verfärben und das ist für mich typisch Herbst eigentlich, aber... Auf den Hügel draufsteigen. Ja, genau. Heute, also es ist eigentlich auch schon immer in letzter Zeit sehr kalt im Herbst auch schon, finde ich. Also mich friert sehr schnell mal und ich bin dann schon auf dem Herbst auch mit Winterjacke, Schal und Mütze rumgelaufen. Also Kälte eigentlich auch, ja. Mhm. Herbst. Herbst ist für mich so die Jahreszeit, die einen Wandel zeigt. Und deswegen ist das auch immer die Jahreszeit, wo ich so ein bisschen einen Wandel habe. Wo ich oft anfange, den Tisch in ein anderes Eck zu stellen. Oder... Bist du so einer, der sein Zimmer gerne umräumt? Nicht gerne, aber manchmal ist es vor allem im Herbst bei mir die Zeit, wo ich mir denke, jetzt brauche ich irgendwas Neues, irgendeinen anderen Eindruck. Und das war nicht immer die beste Idee. Ich glaube, das mit dem Tisch ruht daher, dass die Sonne dann immer einen anderen Lauf hat und ich nicht mich blenden lassen möchte von der Sonne. Ja, und deswegen der Tisch immer einen anderen Ort hatte. Mhm. Aber grundsätzlich ist das für mich eine Zeit, wo sich für mich irgendwas verändern muss. Sei das jetzt nur die Bettdecke. Also, ne, gewechselt wird sie schon auch öfter, aber anderes Muster halt. Im Herbst dann Bettdecke wechseln. Noch einmal Bettdecke wechseln bis Weihnachten. Ja, und eben, solche Sachen, so ein Wandel verspüre ich immer im Herbst. Ich assoziiere es mit meinem Geburtstag. Ich habe einen Halloween-Geburtstag. Oh. Dementsprechend ist das immer das, worauf ich mich im Herbst direkt hinfreue. Wo ich noch studiert habe, war das natürlich Studiumsanfang, 1. Oktober, Herbst ist dann
jeden Tag in die Uni radeln, seit ich angefangen habe zu arbeiten, weniger. Aber da es meine Lieblingsjahreszeit ist, ist das einfach immer das, worauf ich mich am meisten freue im Jahr. Wie ist das, wenn man zu Halloween, zu Halloween Geburtstag hat? Dresscode? Zur Geburtstagsfeier? Ja, oder? Dresscode. Früher, ja, nach so 16, 17 Jahren wird's old. Mhm. Aber es ist insofern cool ab dem 18. Lebensjahr, weil da der 1. November immer Allheiligen ist, ist der 1. immer frei. Das ist der Tag auf deinen Geburtstag immer ein Feiertag, was sehr angenehm sein kann. Ja. Besonders wenn es ausschweifend wird. Ja, finde ich gut. Ja, was war die Frage? Du hast sie schon beantwortet. Ja. Ich habe sie schon beantwortet, okay. Ja. Oh Gott, ich war gerade irgendwie in den Gedanken etwas vertieft, aber... Nein, alles gut. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage, würde ich sagen. So schaut's aus. Jetzt ist uns, glaube ich, ein Fehler passiert. Oh nein, doppelt. Ja, ich habe die Träume- und Realist-Frage noch einmal. Oh. Ja gut, dann überspringen wir das einfach und ich komme zu meiner letzten, oder? Ja, lass uns das machen. Ja, das ist doch wundervoll. Welchen Musiker würdet ihr gerne mal treffen und worüber würdet ihr euch unterhalten? Muss ich direkt die Frage stellen, ist lebendig oder tot eine Barriere, die wir uns setzen? Nein, macht keinen Unterschied. Dann würde ich wahrscheinlich irgendeinen Musiker nehmen, der vor seiner Zeit gestorben ist und wahrscheinlich, wenn er noch am Leben geblieben wäre, weiterhin großartige Musikstücke herausgebracht hätte. Mhm. Und ich gehe da mit den zwei sicheren Wahlen, die mir auf Anhieb einfallen, nämlich zum einen Michael Jackson. Oh ja, stimmt. Natürlich, was seine Pläne gewesen wären. Er wollte ja, kurz bevor er gestorben ist, glaube ich, nochmal auf Tour gehen. Da wäre sicher noch einiges gekommen. Oder zum anderen Avicii. Ah ja. Wo ich jedes Lied, was Avicii produziert hat, wurde irgendwie zu Gold. Mhm. Deswegen hätte ich da gerne nochmal mit ihm drüber geredet, wie er das gemacht hat. Das, ich meine, du kannst zwischen 2012 und 2016 jedes Jahr reinhören und jeder wird dieses Avicii-Lied geil finden. Von Hey Brother, Wake Me Up. Ja. Es ist immer irgendein Avicii-Lied, das alle geil finden. Absolut. Das ist einfach faszinierend. Das würde mich sehr interessieren. Die spannende Frage, die mich ja auch interessieren würde bei solchen Sachen, wäre, wie würde seine Musik klingen, wenn er jetzt ein Album rausbringen würde, wie würde das jetzt klingen? Weil das geht ja doch auch irgendwie mit der Zeit. Richtig, die ganzen Genres verändern sich logischerweise und Michael Jackson würde jetzt sicher nicht mehr Thriller rausbringen, sondern irgendwas anderes. Also bei mir wäre es ganz klar Falco. Ah. Ja. Mhm. Und zwar würde ich ihn die Frage stellen, was er mit dem, warum er Out of the Dark geschrieben hat. Er hat sie dann auch noch gesungen und dann ist er gestorben. Und man merkt im Lied schon, dass etwas komisch ist irgendwie. Also nicht jetzt vom... Es kann sein, dass ich da gefährliches Halbwissen droppe, aber ich dachte, das war nachher während des Interviews, dass bereits bekannt war, dass Falco schwer depressiv war und dementsprechend der Dark-Song seine eigene Krankheit besingt. Ah, das kann sein. Bin ich mir nicht 100% sicher. Ja. Aber es würde mich interessieren, dann, warum... Dann hast du dadurch deine definitive Antwort. Kann das dann bestätigen. Auf alle Fälle, ja. Ja, also bei mir ganz klar, meine Lieblingsmusikgruppe Ace of Base würde ich gerne treffen. Was ich da jetzt fragen würde, das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Einfach am liebsten auf ein Konzert gehen, ja. Das wäre schön. Aber was ich da jetzt fragen würde, fällt mir nichts. Ein. So ein Meet and Greet. Meet and Greet, genau. Nicht schlecht, aber genau. Wahrscheinlich irgendwelche Fotos oder so unterschreiben lassen. Irgendwelche Bilder, die man dann ausdruckt. Ich weiß es nicht. Poster. Also, ich fange mal mit meiner Frage an, um es ein bisschen spannender zu machen. Weil die Frage könnte man vielen Leuten stellen, nämlich wie die mit Erfolg umgehen oder wie die mit diesem Erfolg, den sie haben, umgehen. Aber vor allem bei einer Frau finde ich das aktuell bemerkenswert, und zwar bei Taylor Swift. Ja. Weil mich einfach interessieren würde, wie sie das macht, vor allem als Frau in der Musikwelt und auch, was so ihre Erfahrungen sind, und zwar auch nicht nur die positiven. Mhm. Weil sie scheint das alles relativ gut wegstecken zu können. Warum hast du explizit vor allem als Frau dazu gesagt? Weil ich der Meinung bin, dass Frauen in der Gesellschaft es generell nicht leicht haben und vor allem, wenn sie viel Erfolg haben, sehr viele Menschen den Erfolg eben nur aufs Geschlecht beziehen. Also es gibt sehr viele Leute, die argumentieren, dass, weil sie eine Frau ist,
sie diesen, diese Argumente ergeben keinen Sinn, meiner Meinung nach. Aber sie hat, also es gibt halt viele Leute, die ihr das nicht gönnen, sage ich jetzt mal. Und die, ja, ich frage mich einfach, wie sie mit solchen Menschen umgehen kann. Also ich glaube, bei Musikern ist es eigentlich egal, welches Geschlecht. Ich nehme, ja... Würde ich jetzt sagen. Haben es nie leicht. Ich meine, man sieht, wie viele Musiker, besonders wenn sie in den 80er, 90er, frühen 2000ern erfolgreich geworden sind, Substanzenabhängigkeiten entwickelt haben, sehr schwere Zeiten hinter sich gebracht haben. Und stimmt. Das zeigt eh, dass... Ich glaube, egal welches Geschlecht du hast, berühmt zu sein, ist nicht so witzig, wie man sich es oft... Glaube ich auch. Da stimme ich euch auch ganz zu. Das Geld war gar nicht das, her. Worauf ich raus wollte... Absolut. Also ich finde es auch, dass das mit Erfolg sehr viele schwierige Faktoren mit einbezogen werden müssen. Aber ich glaube eben, wenn ich sie frage, wäre das eben eine Frage, die ich sie fragen würde. Gute Frage. Damit wären wir am Ende von unserer Fragerunde angekommen. 5 Fragen von jedem, beziehungsweise 4 Fragen von einem. Hoffentlich hat es den Zuschauern ein bisschen gefallen. Ich hoffe auch, ja. Vielleicht ist Durst nach mehr da. Fragbar ist ein Konzept, eine Fragerunde, die jetzt 2-monatig immer wiederkommen wird. Und wir hoffen, ihr werdet wieder mit dabei sein. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.